So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Guck, da hat sie rausgefressen. Big Mama. So, ich will mich aber noch ein bisschen hier umschauen. Ich weiß, wo wir eigentlich lang müssten, aber Regel Nummer 1 in diesem Spiel ist ja, abseits des Weges sich umschauen. Und wir haben noch nicht den kompletten Honig gefunden, den es hier gibt. Und den will ich natürlich haben, ne? Weil jeder Topf Honig bringt einen Treibstoff. Oh, schon wieder ein Bär. Leck mich am Arsch. Ich kotze langsam in die Ecke, wenn ich Bären sehe. Aber es ist noch nicht so schlimm wie bei Ratten. Fuck, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 37. Sieht er mich? Hihi. Kuckuck. Hier bin ich. Au. Ach, weißt du was? Weißt du, was mein größter Fehler ist? Ich habe keine Schutzrüstung an. Das habe ich total verpeilt. Ich will den Pfeil, 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 ich will den Pfeil. Kriege ich ihn noch? Ja! Mega! Ich habe keine Schutzrüstung an. Das ist die größte Not. Bitte nicht noch ein Bär. Das kann ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. So. Nochmal Honig. Und hier. Nochmal Honig. Okay, Leute, jetzt haben wir 13 Honig. Nee, haben wir nicht. Guck mal, was da noch ist. 14 Honig. 14 Honig. Und Bäume. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Die Bäume hier zu killen. Voll der Eindringling, ey. So. Meinst du, ich habe alles? Hier war ich ja, ne? Hier war Honig. Da war ich. Hier ist nix. 24 Honig. Hier ist ja auch noch Lavendel, ne? Da ist ein Baum. Nee. Nee. Den kann ich nicht fällen. Kann ich alle nicht fällen. Okay, 24 Honig. Den kann ich fällen.
Das sind noch Beeren. Das sind noch Beeren. Ach, siehst du, ich habe nur eine Kopflampe dabei, ne? Ich Rindvieh. Ach ja. So, hier ist nichts. Bären. Hier ist auch nichts. Noch mehr Bären. Und noch Bäume. So, den kann man nicht killen. Hier ist auch noch ein Baumstumpf. Der geht aber nicht. Die Frage, ob ich da hochkomme, ne? Die weitere Frage, warum sollte ich? Nee, da komme ich nicht hin. Da geht es nicht lang. So. Okay. Dann waren wir jetzt hier. In der Höhle waren wir in der letzten Folge von Mama Bär. Mama Bär hört sich so ungefährlich an, gell? Für mich ist es der Bossbär. Der Bossbär. So, jetzt kommt nur die. Das ist jetzt die große Frage, wo ich lang muss. Ich gehe mal da hoch. Nur alle Bären sind schlimmer wie Bossbär. So, da geht's nicht lang. Hier ist nur eine Tanne. Eine Tanne, die könnte ich mitnehmen. Ja. Das halt. So. Wo sind wir denn jetzt? Da oben sind Bären. Da gehe ich noch mal hoch. Da gehe ich doch noch mal hoch, weil es scheint so, als ob ich auch in so einer kleinen Sackgasse immer wieder gelandet bin. Guck mal. Überall sind Beeren. Aber ich meine, die kann man gar nicht verkochen. Leider. Was ich ein bisschen schade finde. Weil die finden sich nur in diesem Inventar. Guck. 17 haben wir jetzt. Und das ist sehr, sehr schade. So. Wo bin ich und wo muss ich hin? Aber dass der Bär auch immer zu uns kommt, gell? Ist schon geil. Also irgendwie, dass der uns immer findet. Schon alles durchdacht hier, ne? So, da vorne war der Bossbär. Wir sind da hingekommen. Wir waren dort. Und jetzt müssen wir eigentlich
eigentlich Richtung Statione 6. Aber ihr wisst, ich halte mich nicht so genau an den Weg. Ich hoffe, es wird bald hell, weil meine Kopflampe kaputt geht. Ach, da ist eine Gabelung, guck mal. 6. Okay. Dann war ich da schon richtig. Jetzt muss ich halt nur zur nächsten Gabelung kommen, ne? Scheiße. War ich vielleicht schon richtig? Nee, kann nicht sein. Ich gehe mal da lang. Auch in Gefahr, dass wir gleich wieder Besuch haben. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir wahrscheinlich gleich. Statione 6. So, es wird hell. Da ist ein Bär. Das ist die Höhle, gell? Ja. So, dann gehen wir mal dahin. End up, end up, end up. Und Station 6 ist in diese Richtung. Hier waren wir schon. Kann natürlich sein, dass der Bär wieder gespawnt hat. Und dadurch, dass der uns ewig verfolgt, muss ich ihn auch killen, wenn es hier einen gibt. Aber scheint nicht so. So. Immer den Weg weiter. Das könnte doch noch eine Tanne sein, die wir mitnehmen können, ne? Ja. Oh fuck, was ist denn das? Pinienzapfen. Oh fuck. Was lege ich denn jetzt weg? Den Bärenkopf. Obwohl, damit kann man ja auch Dings herstellen, ne? Den normalen Bärenkopf schmeiße ich weg. Und den Pinienzapfen nehme ich auf. Oh fuck. Jetzt habe ich natürlich ein großes Problem, ne? War ich da hinten schon? Abseits des Weges? Ja, war ich schon. So. Dann hol die Machete raus. Wir gehen rein. Kopflampe. Ach, die Kopflampe habe ich noch drauf. Ich depp. So. Geil. Pilz. Pilz.
Buddelkram. Und raus. Tada! Wir sind da. No? Warum schmeißt das weg? Oh Leute, wir sind da. Wir sind an Station 6 angekommen. Mega! Zur Begrüßung haue ich gleich den Baum nochmal weg. Gucken, ob ich dafür noch was krieg. Jupp. Wieder ein Zapfen. Geil. Flupp. Und flupp. Und noch ein Baum. Gleich habe ich ein riesiges Problem. Okay, habe ich eigentlich jetzt schon, ne? So, Relaisstation 6. Ein bisschen nach oben fotografieren. So, wunderbar. Keep posing, posing, posing. So, und schon wieder müssen wir Treppen laufen. Aber so ist das Leben nun mal in der Apokalypse. Ja, da gibt es keinen Aufzug mehr. Es ist eine Not. Es ist eine Not, Leute. So, schon wieder dieses furchtbare Geräusch. Sind wir da? Jupp. Good morning in the morning. Ich habe halt keinen Platz, verdammt, ne? Vielleicht schmeiße ich den Bauhammer weg. Wie viel kostet ein Bauhammer? Vier Planken und zwei Seile. Schmeiße jetzt den Bauhammer weg. Warum ist denn meine Stirnlampe wieder gut? Die war doch gerade kaputt. Okay, gucken wir einfach mal. Da ist Bruno Schraubenschlüssel. Mega. So. Da an der Tafel hängt nichts. Hier ist noch ein Hinweis, den nehmen wir mit. Hier ist der Bauplan Kraftstofftank. Mega. Geil. So. 2 von 3. Hier ist auch noch ein Hinweis. Wir benutzen das Ganze und kriegen die Nummer 7933 raus. 7933. So, mal gucken, was es noch auf dem Dach gibt. Wenn es hier schon so hoch geht. Ach du Scheiße, da ist noch eine Kiste. Ich tue das mal hier zwischenparken, wenn das geht. Holz, Holz. Holz. Ich hoffe, das reicht.
Nee, reicht nicht. Kletterpflanzenglibber, Metallbarren, Scharnier. Fuck. Das Glas kommt weg. Dafür nehme ich lieber das Metallbarren auf. Kletterpflanzenglibber, ja, ist okay. Besser geht's nicht. Oh Leute, ich bin fully loaded, gell? Aber richtig. Okay, tut mir leid. Die Bretter muss ich hier lassen. Aber wir haben ja auch genug. So. Okay, wir haben es geschafft. 7933, Caravan Island and more is coming in the second chapter. Okay. So, das bedeutet, wir sind jetzt hier. Wir waren jetzt hier, hier, hier. Wir haben verschiedene Sachen noch nicht entdeckt. Das haben wir vorgelesen. Hier steht noch was. Vater hat sich vor langer Zeit entschieden. Er ist hinter den anderen her. Ich begleite ihn. H. Und das könnte heißen Mörder oder sowas. Hä? Okay, was haben wir noch gelesen? Oder noch gefunden? Siebter Eintrag. Ja. Errol ist weg. Miranda tut gerne so, als wäre nichts passiert, aber wir wissen es besser. Wir alle wissen es besser. Außer, dass Bobby auch sehr ruhig geworden ist. Henry wird nicht darüber reden, aber ich kann sagen, dass er besorgt ist. Die Triplets denken, dass ich zu schnell bin, um mit dem Finger zu zeigen, dass er auftauchen wird, aber sie wissen nicht, dass er ist hilflos, wenn ihm niemand zur Seite steht. Mein Haar wird dünner. Manchmal wiederhole ich murmelnd, was ich gerade gesagt habe, nur um es zu hören. Henry hat recht. Ich verwandle mich in meinen Vater. Achter Eintrag. Alberte, ich glaube nicht, dass jemand kommt. Ich denke, Errol ist auch für immer weg. Henry sagt, ich solle eine Entscheidung treffen. Die anderen, sie werden es hier nicht schaffen. Es wäre grausam, sie zu verlassen, jetzt da Bobby nutzlos ist. Sie kennen diesen Ort nicht. Sie wurden einfach darin geboren. Ich gehe, sobald sie alle weg sind. Henry sagt immer wieder, dass ich das Richtige tue, aber das Wasser steigt immer weiter an und der Generator fällt größtenteils aus und mein Vater rief mich neulich an und fragte mich, wann ich nach Hause komme. Aber er ist schon seit Jahren tot und ich weiß nicht, ob ich nicht einfach wahnsinnig bin. Neunter Eintrag. Henry und ich nahmen das Hilfsboot. Es tut mir leid, Alberte. Ich bin ganz allein hier draußen. Bruno. Ja, also wie gesagt, das ist eine Not mit der Übersetzung. Vielleicht kommt da ja noch mal ein Patch für das Ganze. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir versuchen noch die verschwundenen Teile zu finden, die wir noch suchen. Wir haben ein paar Errungenschaften noch zu finden. Und dann gucken wir einfach mal. Ne? Wir gehen einfach mal wieder Richtung Ranger-Station in diese Richtung. Bis zur nächsten Folge und vielen lieben Dank fürs Zuschauen.